Hey, wir sind Carina und Marius und wir machen heute gemeinsam eine Yoga-Einheit zum Thema Yin und Yang. Das bedeutet, dass wir zuerst mit der aktiven Yang-Praxis beginnen und danach in die ruhige Yin-Praxis übergehen, wobei wir etwas länger in den Asanas, also in den Haltungen, bleiben. Marius begleitet das Ganze mit der Handpan und du kannst währenddessen gerne mal darauf achten, wie sich die Musik verändert und was sie vielleicht auch bei dir auslöst. Dann schnapp dir deine Matte und los geht's. Wir beginnen im Schneidersitz. Setz dich bequem hin, leg die Hände auf deinen Knien ab, roll die Schulter noch einmal nach hinten unten und lass sie dann sinken. Die Wirbelsäule ist ganz aufgerichtet, der Scheitel schiebt nach oben. Und in dieser Aufrichtung atme mal ganz tief durch die Nase ein und durch den geöffneten Mund wieder aus. Nimm so ein paar tiefe Atemzüge. Und wenn du das nächste Mal ganz tief einatmest, atme ganz langsam Stück für Stück durch den Mund wieder aus. Lass dir ganz viel Zeit. Atme wieder tief durch die Nase ein. Füll die Lungen komplett und atme dann ganz langsam Stück für Stück wieder aus. Dann lass die Atmung ganz frei und ruhig fließen. Die Luft strömt durch die Nase ein und durch die Nase wieder aus. Ganz automatisch im eigenen Tempo. Und beobachte, wie die Luft hineinströmt, deine Lungen füllt und dann ganz langsam wieder hinausströmt. Bleibe mit deinem Fokus bei deiner Atmung. Spür, wie mit jeder Einatmung mehr Weite in dir entsteht. Und mit jeder Ausatmung kommst du immer mehr in die Entspannung. Mit der Einatmung bist du immer weiter und mit der Ausatmung ruhiger. Dann nimm nochmal einen tiefen Atemzug, öffne die Augen wieder und streck die Arme über beide Seiten nach oben, atme ganz tief ein und mit der Ausatmung bring die Hände vor dem Herzen zusammen. Wir beginnen mit der Körperpraxis, den Asanas. Kreise gern nochmal die Schultern zurück, um auch den oberen Rücken und den Nacken zu lockern. Nimm hier noch ein paar Kreise. Und dann lass die Schultern sinken. Und wir wechseln einmal zum Stehen. Stell dich gerne hüftweit auf deine Matte, dass du hier ganz stabil stehen kannst. Dann atme ein, streck die Arme nach oben und greif mit der linken Hand dein rechtes Handgelenk und zieh den Arm rüber nach links. Entweder bleibst du mit beiden Füßen in der Mitte stehen oder du machst mit dem rechten Fuß einen Schritt links hinter deinen linken Fuß, um noch intensiver in die Dehnung zu gehen. Komm zurück zur Mitte, mach den Schritt zurück, greif einmal mit deiner rechten Hand dein linkes Handgelenk, zieh dich rüber zur rechten Seite, dehn hier die linke Körperhälfte. Und auch hier kannst du gerne mit dem linken Fuß einen Schritt hinter den rechten machen, um die ganze linke Seite zu dehnen. Atme hier nochmal tief ein und dann komm zurück in die Mitte.
Bring die Hände vor dem Herzen zusammen. Stell dich einmal an den Anfang deiner Matte. Die Füße hüftgelenksweit aufgestellt, die Schultern sinken nach unten. Mit der Einatmung zieh die Arme über den Kopf. Mit der Ausatmung lehn dich nach unten in die ganze Vorbeuge. Beuge gern auch die Beine, lass den Rücken rund werden. Mit der Einatmung mache dem rechten Fuß einen großen Schritt zurück und erde dein rechtes Knie und den rechten Fuß. Die Hände sind rechts und links aufgestellt, die Schultern ziehen nach unten. Dann heb dein rechtes Bein wieder an, mach mit links den Schritt zurück in den herabschauenden Hund. Und laufe gerne einmal auf der Stelle, um die Beinrückseiten aufzuwärmen. Der Rücken ist dabei ganz gestreckt, der Sitzbeinhöcker ziehen nach oben Richtung Decke oder Richtung Himmel. Und dann kommen in die ruhige Haltung, roll mit der nächsten Einatmung nach vorne in die Liegestützhaltung, mit der Ausatmung senk dich nach unten ab. Mit der Einatmung roll die Schultern zurück und heb den Oberkörper für die kleine Kobra. Halte hier noch einen Moment und dann schieb dich mit der Ausatmung zurück, vielleicht über dem Vierfüßlerstand, wieder nach oben in den herabschauenden Hund. Heb mit der Einatmung dein rechtes Bein nach oben an und mach den Schritt nach vorne zwischen die Hände. Erde dein linkes Knie und den linken Fuß, sind im Sprinter auf der anderen Seite. Schau hier gern nach vorne, lass die Schultern sinken. Und spür die Öffnung deines Hüftbereichs. Und mach mit links den Schritt nach vorne. Lass dich hier hängen in der Vorbeuge. Mit der Einatmung richte dich mit geradem Rücken wieder auf. Ausatmend Hände vor dem Herzen zusammen. Zweite Runde. Mit der Einatmung zieh die Arme lang über den Kopf. Mit der Ausatmung lehn dich nach unten ganze Vorbeuge. Einatmend rechts zurück. Das Knie und der Fuß sind auf der Matte. Mit der Einatmung zieh dich jetzt mit den Armen über vorne nach oben für den Low Lunge, den tiefen Ausfallschritt. Sink hier ganz tief mit deinem Becken, so weit, wie es für dich angenehm ist. Lass auch die Schultern ganz entspannt nach unten sinken. Dann stell die Hände wieder vorne auf. Mach mit links den Schritt zurück in den herabschauenden Hund. Nimm hier noch ein, zwei tiefe Atemzüge. Mit der Einatmung roll nach vorne ins Brett. Ausatmen, Knie und Oberkörper absinken. Einatmen, kleine Kobra, heb den Oberkörper. Und aus, herabschauender Hund. Atme nochmal tief durch. Finde Ruhe in der Haltung. Dann heb mit der Einatmung dein rechtes Bein und mach den Schritt wieder nach vorne zwischen die Hände, erde das linke Knie und heb deine Arme wieder über vorne nach oben an. Streck die Hände richtig schön weit nach oben und lass dabei die Schultern entspannt nach unten sinken. Wieder vorne auf. Mach mit links den Schritt nach vorne für die ganze Vorbeuge. Mit der Einatmung beug die Beine und streck die Arme lang über den Kopf. Richte dich auf. Ausatmend Hände vor dem Herzen zusammen. Und dann lass die Arme sinken. Einatmend heb die Arme wieder an. Zieh dich nach oben und aus. Kipp nach unten. Ganze Vorbeuge. Einatmend rechter Fuß zurück. Und Achtung, das Knie bleibt in der Luft. Richte dich jetzt wieder auf, wie eben schon im Low Lunge, diesmal im High Lunge. Lass dich hier mit dem Becken so tief sinken, wie du kannst. Dann zieh die Arme einmal zurück und falte eine Faust hinter deinem unteren Rücken. Die Faust will nach unten, der Oberkörper öffnet sich nach oben Richtung Decke. Dann zieh die Arme wieder nach oben. Und ausatmen, setz die Hände vorne auf und mach den Schritt zurück in den herabschauenden Hund. Auch hier atme nochmal kurz durch, streck den Rücken in die Länge. Dann roll nach
vorne in die Liegestützhaltung, ausatmen Knie, Brust, Kinn auf die Matte. Einatmen Cobra und aus, schieb dich nach oben, herabschauender Hund. Auch hier bleibt noch 2 tiefe Atemzüge. Dann heb das rechte Bein wieder an, mach den Schritt nach vorne und lass das linke Knie diesmal in der Luft. Richte dich über vorne wieder nach oben auf für den High Lunge. Das linke Bein ist gestreckt und das rechte Bein ist gebeugt. Dann falte wieder eine Faust hinter deinem unteren Rücken, zieh die Faust nach hinten unten und lass dich den Oberkörper nach oben öffnen. Atme ganz tief in diese Weite des Brustkorbs und des Herzraums. Einatmend löst die Hände, streckt die Arme nochmal nach oben und ausatmend Hände vorne aufsetzen, mach den Schritt nach vorne, ganze Vorbeuge. Dann beug die Beine an, richte dich auf mit der Einatmung, ausatmend Hände vor dem Herzen zusammen. Dann lass die Arme sinken. Schließ gern die Augen und spür einmal nach. Dann öffne deine Augen wieder, zieh die Arme nochmal nach oben über den Kopf und ausatmen, beug dich nach unten in die Vorbeuge. Mach diesmal 2 große Schritte zurück mit beiden Füßen direkt in den herabschauenden Hund. Bring beide Knie zur Matte. Setz dich erstmal zurück auf deine Fersen, um die Knie weiter auseinander zu bringen. Krabbel dann mit den Händen nach vorne für die Haltung des Kindes. Leg dich hier nach unten ab, die Stirn will Richtung Matte. Lass das Becken ganz schwer nach unten sinken. Spür die Dehnung im ganzen Rückenbereich und im Gesäß. Atme ganz tief in den Bauch hinein. Mit jeder Ausatmung kannst du dich noch tiefer sinken lassen und noch mehr loslassen. Richte dich ganz langsam wieder auf, setz dich zurück auf deine Fersen, schwing deine Beine über die linke Seite jetzt nach vorne, streck die Beine nach vorne aus und hol einmal dein rechtes Bein zu dir ran und setz den rechten Fuß an die linke Außenseite des linken Beins. Die linken Zehen ziehen zu dir ran und du hältst dich hier schön an deinem Knie fest. Richte dabei die Wirbelsäule auf und heb jetzt den rechten Arm nach oben, dreh dich auf zur rechten Seite. Die rechte Hand ist hinter dir auf der Matte. Und dann dreh dich auf zur rechten Seite. Du kannst hier mit dem linken Arm dein Knie umgreifen, um dich noch besser aufdrehen zu können. Behalte hier die Länge im Rücken und atme ganz tief in diese schöne Drehung der Wirbelsäule. Atme nochmal tief ein und dann komm mit der Ausatmung zurück in die Mitte und löse die Haltung auf. Wir wechseln das Bein. Strecke einmal das rechte Bein aus und hol das linke Knie zu dir ran. Setz den linken Fuß an die rechte Außenkante des Beins. Halte dich am Knie fest. Heb mit der Einatmung deinen linken Arm und kreis jetzt den Arm über oben zurück. Platziere die Hand hinter deinem Rücken und dreh dich auf zur linken Seite. Finde mit der Einatmung nochmal Länge in der ganzen Wirbelsäule
bis hoch in den Kopf. Mit der Ausatmung kannst du dich noch weiter aufdrehen. Wenn du magst, kannst du auch hier die Augen schließen, um ganz ins Spüren zu kommen. Dann atme nochmal tief ein, mit der Ausatmung dreh zurück in die Mitte und löse langsam die Haltung auf. Setz dich einmal in den Schneidersitz, überkreuz deine Beine, so wie es für dich angenehm ist. Leg die Hände auf deinen Knien ab und schließ für einen Moment die Augen. Spür, wie das Gewicht auf beiden Sitzbeinhöckern verteilt ist. Wie die Wirbelsäule gerade aufgerichtet ist. Spür die Ausgeglichenheit in deinem ganzen Körper. Und dann öffne langsam die Augen wieder. Strecke mal dein linkes Bein zur linken Seite. Winkel dein rechtes Bein an und leg die Fußsohle an die linke Oberschenkelinnenseite. Greif einmal mit deiner linken Hand dein rechtes Knie. Dreh dich zur rechten Seite. Und dann heb einmal deinen rechten Arm jetzt nach oben an und neige dich über dein ausgestrecktes Bein nach links. Versuche hierbei deine rechte Gesäßhälfte ganz schwer auf der Matte zu lassen und dich hier in dieser Drehung nach unten zu neigen. Dann dreh dich einmal mit dem Oberkörper jetzt Richtung linkes Bein und lehn dich jetzt mit beiden Armen nach vorne. So weit, wie es für dich möglich ist. Du kannst die Hände neben deinen Beinen platzieren oder weiter nach vorne krabbeln und dein Bein oder deinen Fuß greifen. Atme ganz tief weiter und versuch mit jeder Ausatmung noch mehr loszulassen, noch mehr aus den Gedanken herauszukommen. Wirbel für Wirbel wieder nach oben auf. Streck einmal dein rechtes Bein aus und leg den linken Fuß an die Oberschenkelinnenseite. Leg jetzt die rechte Hand auf dein linkes Knie, dreh dich auf zur linken Seite, heb einmal deinen linken Arm und lehn dich rüber zum rechten ausgestreckten Bein. Versuch hier die linke Schulter noch etwas weiter zurückzuziehen, um in der Drehung zu bleiben. Nimm noch einen tiefen Atemzug und dann lehn dich jetzt mit dem Oberkörper gerade über dein ausgestrecktes Bein. Auch hier finde in deine Variante und lehn dich so weit nach vorne, wie es heute für dich möglich ist. Richte dich auch hier langsam wieder nach oben auf.
Streck einmal das linke Bein jetzt auch zur Seite aus, um in einen gegrätschten Sitz zu kommen. Zieh gern die Sitzbeinhöcker nochmal rechts und links von dir raus, um ganz verankert zu sein mit deinen Sitzbeinhöckern. Stell die Hände vor dir auf. Versuch hier noch eine gerade Wirbelsäule zu bewahren. Und wenn du magst, kannst du dich jetzt weiter nach vorne lehnen und auch den oberen Rücken etwas runder werden lassen. Und egal in welcher Haltung du jetzt bist, schließ gern die Augen und beobachte, wie die Atmung durch die Nase einfließt und durch die Nase wieder hinausfließt. Atme nochmal tief ein und richte dich Stück für Stück wieder nach oben auf. Hol einmal deine Beine wieder zu dir ran und setz dich in die Mitte deiner Matte, um langsam in Rückenlage zu kommen. Die Füße sind aufgestellt, hüftweit, und du kannst gern die Knie einmal von Seite zu Seite fallen lassen, um hier die Hüfte wieder zu lockern und zu entspannen. Dann bring die Knie zurück in die Mitte. Wander mit den Füßen noch etwas weiter zu deinem Gesäß und heb einmal dein Becken jetzt nach oben an für die Schulterbrücke. Senk das Becken wieder nach unten ab. Mit der Einatmung heb es noch einmal an und wenn du magst, kannst du auch die Arme jetzt über den Kopf heben, kurz ablegen und mit der Ausatmung wieder alles sinken lassen. Mit der Einatmung hebt die Arme und das Becken nach oben an und ausatmend lass alles wieder sinken. Noch einmal so tief einatmen, heb das Becken und die Arme über den Kopf und dann bleibe hier für einen Moment und dann senk alles wieder nach unten ab. Zieh einmal die Knie zum Brustkorb heran. Und wackel hier gern von Seite zu Seite und greif einmal zwischen deinen Knien jetzt hindurch deine Fußaußenkanten. Die Knie ziehen nach unten und die Fußsohlen zeigen nach oben für das Happy Baby. Spür hier in die Öffnung deines Hüftraums. Atme ganz tief weiter. Löse langsam deine Hände, setz die Füße wieder auf der Matte auf, lass die Knie zusammenfallen, leg einmal die Hände jetzt auf deinen Bauchraum. Lass die Augen hier gern geschlossen und atme einmal tief in den Bauch hinein. Spür, wie sich deine Hände nach oben anheben. Und wieder nach unten absinken. Atme ganz tief in den Bauch und lösend wieder ausatmen. Nimm noch so zwei tiefe Atemzüge. Und dann streck die Beine nach vorne aus, ungefähr mattenweit.
Lass die Arme rechts und links von dir auf der Matte ruhen. Wir sind in unserer letzten Haltung angekommen, in Shavasana. Lass die Augen hier sanft geschlossen. Und erlaube deinem Körper, sich hier vollkommen zu entspannen. Du brauchst jetzt nichts weiter zu tun, außer zu atmen und zu sein. Spür auch den Klängen nach und die Stille, die du jetzt wahrnehmen kannst. Genieße diesen Moment der Ruhe und Vollkommenheit. Lass die Atmung langsam wieder tiefer werden und beginne mit kleinen Bewegungen in den Fingern und den Füßen. Lass die Bewegung etwas größer werden. Streck auch gerne die Arme über den Kopf und zieh dich einmal in die Länge, um wieder wach zu werden. Und dann stell die Füße auf. Roll dich auf eine Seite und komm langsam nach oben zum Sitzen. Finde hier noch einen kurzen Moment, um dir zu danken, dass du dir heute die Zeit für dich genommen hast. Atme nochmal tief ein, bring die Arme über beide Seiten nach oben und mit der Ausatmung senk die Hände vor dem Herzen zusammen fürs Anjali Mudra. Namaste. Schön, dass du dabei warst und bis nächstes Mal.